Ja, guten Abend auch von mir. Schön, euch zu sehen. Wir sind im zweiten Buch Mose, Kapitel 14. Die Israeliten sind ausgezogen aus dem Sklavenhaus aus Ägypten. Und Gott führt sie, wie wir letztes Mal gesehen haben, wie der gute Hirte sein Volk, seine Herde führt, so führt Gott sein Volk und führt es durch die Einöde, bewahrt es vor Kämpfen, vor Gefahren, wo denen sie nicht gewachsen sein werden. Und gleichzeitig hat er aber auch einen Plan vor, und das werden wir jetzt heute sehen. Denn er kennt das Herz des Pharao. Er kennt seine Widersacher. Es ist nicht so, dass Gott irgendwie überrascht ist davon, was der Teufel so macht. Paulus sagt, die Schliche des Teufels sind uns nicht unbekannt. Warum sind sie uns nicht unbekannt? Weil Gottes Geist, der die Tiefen erforscht, der die Tiefen Gottes erforscht, der aber auch hineinblickt in diese Welt und über alles Bescheid weiß, der die Welt von der Sünde überführt, der Geist Gottes, der in Jesus war und durch und Jesus, wir sehen immer wieder in Situationen, dass er Menschen anblickte und wusste, was in ihnen war. Er wusste, was sie dachten, auch wenn sie es noch so gut geheim versucht haben, geheim zu halten. Gott kennt auch die Schliche des Teufels, er kennt auch das, was in seinem Herzen ist. Und er kennt auch das, was im Herzen des Pharao ist. Es überrascht ihn nicht. Und deswegen hat er sich etwas vorgenommen, um das offenbar zu machen, was im Herzen Pharaos ist, um den Pharao in seiner Verstocktheit zu gebrauchen, um seine Macht für das Volk Israel und für alle kommenden Generationen und alle Völker drumherum offenbar zu machen, hat er sich etwas vorgenommen. Das werden wir jetzt heute sehen, in Kapitel 14. Und da steht, der Herr redete zu Mose, und sie sind gerade in Etam, am Rande der Wüste, am Rande der Einöde. Sie sind, wie gesagt, nicht den direkten Weg ins Land Kanaan gezogen, an der Küste des Mittelmeers entlang, sondern sie sind nach Süden abgebogen, Richtung dem Golf von Suez. Und es gibt da zwar unterschiedliche Interpretationen und Deutungen, wo diese Orte, die hier genannt sind, gewesen sein mögen. Ganz genau weiß man das heute nicht. Aber es ist ganz klar, dass Gott sein Volk einen Umweg führt. Und also sie sind in Etam am Rande der Wüste. Der Herr ist in der Wolkensäule bei ihnen. Sie gehen Tag und Nacht mit ihm. Und dann kommt dieser Moment, wo Gott wieder zu Mose redet und spricht, befiehl den Söhnen Israel, sich zu wenden und vor Pi-Hahiroth zu lagern zwischen Migdol und dem Meer. Vor Baal-Zephon, diesem gegenüber, sollt ihr euch am Meer lagern.
Gott führt also sein Volk an ein Wasser, an eine Küste. Wie gesagt, man weiß es nicht genau. Es gibt unterschiedliche Interpretationen. Diese Gegend dort ist auch ja unterschiedlich mit Wasser gefüllt, je nachdem, ob es da viel Regen gegeben hat oder nicht. Ob es jetzt direkt am Golf von Suez gewesen ist oder an einem dieser riesig großen Seen, die zwischen dem Golf von Suez und dem Mittelmeer sich befinden. Egal, wie man es auch immer dreht und wendet, sie lagern an einem großen Wasser. An einem Wasser, wo sie nicht weiterkommen, wo sie nicht hindurchziehen können. Es steht ihnen im Weg. Es ist eine natürliche Grenze erreicht. Das macht ihnen aber erstmal überhaupt keinen Verdruss oder keine Angst oder keine Sorge. Sie sind unterwegs, sie sind ja ausgezogen aus Ägypten. Gott hat mit großer Macht dem Pharao und dem Volk der Ägypter gezeigt, dass er der Herr der ganzen Erde ist, dass die Macht bei ihm ist, dass er der mächtige Herr der Herren und der König der Könige ist und auch der Herr über den König von Ägypten. Und sie haben sie ja rausgetrieben. Geht, geht. Insofern haben die Israeliten sich nicht unbedingt Sorgen gemacht, denke ich mal, in dieser Situation, als sie an das Meer kamen. Wie gesagt, Gott beauftragt Mose, dorthin zu ziehen. Aber jetzt sagt er etwas sehr Beunruhigendes. Ich weiß nicht, wie Mose das aufgenommen hat. Ich kann mir vorstellen, dass er es auch nicht unbedingt weitergesagt hat, weil das sicherlich Panik ausgelöst hätte im Volk Israel. Gott sagt zu Mose, der Pharao aber wird von den Söhnen Israel denken, sie irren ziellos im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen. Dann will ich das Herz des Pharao verstocken, sodass er ihnen nachjagt. Darauf will ich mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Gott offenbart Mose hier, seinem Freund, seine Pläne. So wie Jesus das gesagt hat, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Ich habe euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles offenbart, was mein Vater mir gegeben hat. Gott teilt seine Pläne mit uns, er offenbart sich uns. Er hat sich uns offenbart. Sein Wesen, sein Charakter in Jesus Christus, seinem Sohn, sind wir ihm nahe gekommen. Wir wissen, wir haben Gott kennengelernt. Jesus hat gesagt, wenn du mich siehst, dann siehst du den Vater. Also wenn du empfindest, dass Gott dir fern ist, dass Gott irgendwie nicht da ist, dann vertief dich in die Offenbarung. Hin zum Wort, hin zur Offenbarung. Hin zu dem, wie Gott sich offenbart hat. Auch das Abendmahl. In Jesus begegnet uns Gott. Er offenbart sich uns. Er offenbart sein Herz. Du kannst ihm nahe kommen. Du kannst Gemeinschaft mit ihm haben, wie mit einem Freund. Ja, wie mit keinem anderen Freund. Und er teilt sein Herz gerne mit denen, die ihn suchen. Mit denen, die ihn nachfolgen. Gott offenbart hier seinen Plan. Er sagt, befiehl den Söhnen Israel, sich zu wenden. Das heißt, sie sind einen bestimmten Weg gegangen, jetzt sollen sie sich wieder wenden. Sie sollen einen anderen Weg einschlagen. Und Gott lässt sie diesen Zickzackkurs gehen, damit der Pharao denkt, die sind ja völlig orientierungslos. Was ist denn mit denen los? Die haben es ja überhaupt nicht drauf. Was läuft denn da ab? Die irren da, die tapsen da so herum wie im Dunkeln, so, ne? Und hierhin und dorthin. Die wissen anscheinend nicht, was sie machen sollen.
Die haben anscheinend keinen Plan. Wisst ihr, Gott gefällt es, den Teufel zum Narren zu halten. Er lacht über seine Feinde. Der Teufel meint, er ist so schlau, er ist viel weiser. Er weiß Bescheid, er erkennt die Dinge. Aber Gott ist noch weiser. In seiner Schwachheit ist Gott stärker als die Welt. In Jesus Christus am Kreuz von Golgatha, hingerichtet als Verbrecher, ist Gott stärker als die ganze Macht Satans. Diese Tatsache, dass der Pharao sich erhebt über das Volk Israel, macht sein Herz wieder hart. Er erhebt sich. Sein hochmütiges Wesen wird wieder offenbar. Obwohl er so gedemütigt wurde durch die 10 Plagen, ist es immer noch nicht zu Ende mit seinem hochmütigen Herzen. Es will immer noch hoch hinaus. Es verhärtet sich immer noch. Es ist immer noch hart. Und so sagt Gott, ja, dann lass es doch mal richtig hart werden, Pharao. So, dass du sogar anfängst, wieder hinter dem Volk Israel hinterherzurennen. Es zeigt, dass der Teufel nicht loslassen kann. Er möchte gerne wieder in die Fänge bekommen. Er möchte gerne wieder ein Sklavenvolk haben. Es lässt ihn nicht los. Bei allen Qualen, die ihn die Plagen angetan haben, bei den Kosten, die es für ihn gebracht hat, so hart zu sein, so hochmütig, das reicht ihm nicht. Er will es doch noch mal versuchen. Und vielleicht hat er sich Folgendes gedacht, der Pharao. Ja, mit der 10. Plage hat Gott jetzt sein volles Blatt ausgespielt. Jetzt hat er nichts mehr in der Hinterhand. Und jetzt werde ich es ihm heimzahlen. Und jetzt werde ich seinem Volk heimzahlen und ich werde sie zurückholen. Aber Gott zeigt auch Mose seinen Plan, dass er die ganze Situation gebrauchen wird, um sich zu verherrlichen. Dass die Ägypter erkennen sollen, dass ich der Herr bin. Wisst ihr, und das ist eine Antwort auf die Frage, die der Pharao ganz am Anfang der Geschichte gestellt hat. In 1. Mose 5, Vers 2 sagt der Pharao zu Mose, wer ist der Herr? Wer ist Jahwe? Spöttisch, herablassend. Was ist das für ein komischer Gott? Und Gott sagt zu Mose, er wird es merken, er wird es spüren, er wird es voll spüren. Ich habe es ihm gezeigt an dem Tod seines erstgeborenen Sohnes und jetzt wird er es an eigenen Leibe spüren, was es heißt, dem lebendigen Gott zu widerstehen. Und es wird am Ende dazu dienen, wisst ihr, der Teufel, seine ganze finstere Macht und alles, was er aufbringt, aber dann auch sein Untergang, das Gericht über ihn, es dient am Ende dazu, dass Gott verherrlicht wird. Dass Gott gesehen wird in seiner Herrlichkeit, in seiner Macht, in seiner Größe. Gott hat also Mose aufgetragen, dass sie so ein Stück weit so umherirren sollen und an einen Ort gelangen sollen, wo es nicht richtig weitergeht. Gott hat sie im Grunde in eine Sackgasse manövriert. Wie gesagt, für den Pharao sieht es so aus, als ob die so orientierungslos umherirren. Aber sie werden geführt von Gott in diesem Zickzackkurs. Wir denken immer, die Führung Gottes, die muss doch geradeaus gehen. So,
Ne? Der kürzeste Weg, das ist die Führung Gottes. Es ist aber nicht unbedingt. Die Führung Gottes besteht manchmal genau in diesen Zickzackkursen, wo wir plötzlich die Orientierung total verlieren, wo wir nicht mehr wissen, wo oben und unten ist und wo wir plötzlich scheinbar so leichte Beute für den reißenden Wolf sind, für den brüllenden Löwen. Gott legt sich seinen Gegner zurecht. Wisst ihr, es gibt es irgendwie beim Boxen oder auch bei anderen Sportarten. Man legt sich seinen Gegner zurecht. Ne? Auch beim Fußball, heute gibt es gar nicht wieder Fußball oder so. Ja, man legt sich seinen Gegner zurecht. Na, ich habe früher Judo gemacht. Ne? Ich habe also nicht geboxt, aber ich habe Judo gemacht. Meine Spezialität war ein Wurf, wo du dich vor den Gegner hinlegst, na, auf den Rücken legst, du legst dich sozusagen selber auf den Rücken, du ziehst den Gegner mit dir und du stemmst einen Fuß in seine Leiste und wirfst ihn über Kopf, über dich rüber. Dafür musst du dir den Gegner aber zurechtlegen. Du musst Druck aufbauen, Druck gegen ihn, damit er anfängt, gegen dich zu drücken. Und wenn er dann so stark drückt, dann gibst du plötzlich nach und ziehst ihn hinter dir her und er denkt, ich habe ihn. Na, und dann, wumms, liegt er auf dem Rücken. Gott legt sich den Pharao zurecht. Und zwar dadurch, dass er so tut, als ob das Volk Israel nicht mal ein noch aus kann, nicht mal ein noch aus weiß. Das ist die Perspektive Gottes, okay? Und wie gesagt, Gott teilt diese Perspektive mit seinem Freund Mose. Für das Volk Israel hat sich die Situation ganz anders angefühlt. Und für den Pharao hat sich die Situation auch ganz anders angefühlt. Wir fangen mit dem Pharao an. Wie hat für ihn die Situation sich angefühlt, dargestellt? Vers 5. Als nun dem König von Ägypten berichtet wurde, dass das Volk geflohen sei, wandte sich das Herz des Pharao und seiner Hofbeamten gegen das Volk und sie sagten, was haben wir da getan, dass wir Israel aus unserem Dienst haben ziehen lassen? Ja, er ist doch hungrig und durstig danach, ein Volk zu versklaven. Wie konnten wir nur so dumm sein, sie ziehen zu lassen? Aber wie kurzfristig denkt der Pharao, ne? Hat schon alles vergessen, die ganzen Plagen, hat schon den ganzen Schmerz wieder vergessen. So ließ er denn seine Streitwagen anspannen und nahm sein Kriegsvolk mit sich. Er nahm 600 auserlesene Streitwagen und alle übrigen Streitwagen Ägyptens und Wagenkämpfer auf ihnen allen. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, sodass er den Söhnen Israel nachjagte, während die Söhne Israel mit erhobener Hand auszogen. So jagten ihnen denn die Ägypter nach, alle Pferde und Streitwagen des Pharao, auch seine Reiter und seine Heeresmacht, und erreichten sie, als sie sich am Meer lagerten bei Pi-Hahiroth vor Baal-Zephon. Mittendrin in diesem Bericht über diesen Aufmarsch der Heeresmacht des Pharao, und das war krasse Bewaffnung, was die hier hatten. Das war die mächtigste Macht der damaligen Welt. Mit ihren Panzern sind sie da aufgefahren. Und mittendrin in dieser Erzählung fügt Mose eben wieder die Perspektive Gottes ein. Er sagt, ja, das ist der Pharao und er fährt jetzt richtig auf und er jagt dem Volk Israel nach und er ist voll in Fahrt und er wird sie platt machen. Aber der Herr
ist aktiv, nicht passiv. Der Pharao ist unglaublich aktiv, aber in Wirklichkeit ist der Herr der Aktive. Er hat alles im Griff, er hat alles unter Kontrolle. Als nun der Pharao sich näherte, jetzt kommen wir zu der Perspektive des Volkes Israel. Da erhoben die Söhne Israel ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Söhne Israel sehr. Das ist das Erste. Ihnen ist ein unglaublicher Schreck in die Glieder gefahren. Wie gesagt, sie waren in einer ganz schlechten Position. Hinter ihnen das Meer, um sie herum die Einöde. Sie wussten gar nicht, wohin. Gefangen in der Sackgasse. Und jetzt? Furchtbar fährt ihnen dieser Schreck in die Glieder. Der mächtige Pharao mit seinen mächtigen Soldaten. Sie kommen und werden uns holen. Sie werden uns fertig machen. Und seine Herrschaft wird noch schlimmer als zuvor. Es wird noch furchtbarer. All das ist ihnen vor Augen, dieser ganze Schrecken. Die Angst vor dem Gemetzel, was kommen wird, wenn sie dann mit ihren Streitwagen lospreschen. Die Angst vor dem, was danach kommt, die erneute Versklavung und der wahrscheinlich noch härtere Dienst als Rache an all dem, was die Ägypter durch die Plagen erfahren haben. Sie fürchteten sich sehr. Das nächste, was hier steht, ist, sie schrien zum Herrn. Das ist eine gute Reaktion. Das Erste, was sie machen, ist, dass sie zu Gott schreien. In ihrer Angst schreien sie zum Herrn. Das sollten wir alle tun. So wie David in dem Psalm. Ich schreie zum Herrn, so laut ich kann. Ich rufe zum Herrn. Finden wir an vielen Stellen. Wenn David in Not ist, wenn er in Angst ist, wenn er in Zweifeln ist, wenn er nicht mehr weiter weiß, wenn er umringt ist von den Feinden, wenn er keine Hoffnung mehr hat, er schreit zu Gott. Und Gott hat ihn aus allen seinen Nöten herausgezogen. So lesen wir das im Psalm 18. Am Anfang von Psalm 18. Da heißt es, Psalm 18, dem Chorleiter, von dem Knecht des Herrn, von David, der die Worte dieses Liedes zum Herrn redete, an dem Tag, als der Herr ihn gerettet hatte aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls. Und er sprach, ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Retter, mein Gott, mein Hort, bei dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine Festung. Gepriesen rufe ich zum Herrn, so werde ich vor meinen Feinden gerettet. Es umfingen mich Bande des Todes und Bäche des Verderbens, erschreckten mich. Fesseln des Scheols umgaben mich, Fallen des Todes bedrohten mich. In meiner Bedrängnis rief ich zum Herrn und ich schrie zu meinem Gott. Er hörte aus seinem Tempel meine Stimme und mein Schrei vor ihm drang an seine Ohren. David hat das immer wieder erlebt. In seinen Nöten, in seinen Bedrängnissen, in seinen Ängsten schrie er zum Herrn. Und Gott hat ihn von allen seinen Feinden errettet. So hat Gott es uns auch zugesagt. Er will unser Retter sein. Er ist unser Rettergott. Er will unser Retter sein. In jeglicher Lebenslage. Wir sollen zu ihm schreien. Aber wir sehen, dass die Dynamik im Volk Israel nicht nur geistlich ist. Sie ist auch fleischlich. Was machen Menschen in Angst, wenn sie von Angst getrieben werden? Wie gesagt, der geistliche Mensch schreit zu Gott. Er ist Gott gehorsam, indem, wenn Paulus zum Beispiel sagt, alle eure Anliegen bringt vor Gott. Alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch, sagt Petrus.
Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, sagt Gott an so vielen Stellen. Der geistliche Mensch, der schreit zu Gott und sucht seinen Frieden, seine Ruhe, seinen Halt. Ja, wie David sagt, er ist mein Fels. Er sucht seinen Halt in Gott. Er sucht ihn nicht irgendwo anders, in irgendwelchen Götzen, sondern er sucht ihn in Gott. Und wenn er ihn in Gott sucht, dann wird er auch in Gott Friede finden, zur Ruhe kommen. Die Gewissheit bekommen, Gott ist immer noch größer. Er hat einen Ausweg. Wo wir keinen Ausweg sehen. Aber die Angst, wie gesagt, wenn unser Fleisch in der Angst die Oberhand gewinnt, was passiert dann? Dann passiert sowas wie hier in Vers 11. Und sie sagten zu Mose, hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Also das ist hier völliger Sarkasmus, völlige Ironie. Ne? Also erstens gab es natürlich in Ägypten Gräber zuhauf. Die Pharaonen haben sich riesige Gräber gemacht, die heute noch zu besichtigen sind, die Pyramiden. Ne? Und natürlich gab es in Ägypten die Möglichkeit, Tote zu begraben. Na, und das ist natürlich der blanke Hohn, wenn sie Mose vorwerfen, dass er das absichtlich geplant hat, um die Israeliten wegzuführen aus Ägypten, weil es in Ägypten nicht genug Gräber gibt. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ne? Die Angst, die bringt einen Menschen total durcheinander. Die Angst verzerrt die Realität total. Und in der total verzerrten Realität sucht man einen Schuldigen. Man zeigt mit den Fingern. Man sucht jemanden, der schuld ist an dem Ganzen. Und das ist auch im Moment so zentral, oder? Ich meine, wir kennen das auch aus unserem persönlichen Leben sicherlich. Aber wir erleben es ja auch im Moment in der ganzen Corona-Epidemie. Irgendwer muss schuld sein. Na? Wir müssen irgendeinen Schuldigen finden. Warum habt ihr das gemacht, Regierung? Dass ihr uns in diesen Lockdown reingebracht habt? Wolltet ihr, dass unsere ganze Wirtschaft kaputt geht? Ja. So läuft es doch, oder? Das macht die Angst. Die Angst schlägt um sich. Ein Mensch, der in Panik gerät, der schlägt um sich. Ja? Das lernt man ja immer wenn man Rettungsschwimmen, ich weiß nicht, wer von euch Rettungsschwimmen mal so gemacht hat, ne? Man lernt das ja, ne? Irgendwie, wenn jemand in Not gerät im Wasser, ne, musst du echt aufpassen, wenn du den retten willst, ne? Weil du damit rechnen musst, dass der um sich schlägt und wenn du ihm nahe kommst, er dich packt und dich runterreißt ins Wasser. Und Menschen, die in Todesangst sind, haben solche Kräfte. Die Angst setzt so viel Kraft, so viel Power frei. Man muss sich hüten, einem solchen Menschen nahe zu kommen. Und man muss ihn dann unschädlich machen. Ne? Man muss ihn irgendwie in so einen Polizeigriff reinbringen, damit er dann, ne, und ihn dann da so wegziehen, damit er ruhig bleibt. Ne? Ja, wir sehen das hier, diese Panik. Ne? Die Panik nimmt Besitz von dem Volk Israel und sie schlagen um sich, sie schlagen auf Mose ein. Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Wie konntest du uns aus der Sklaverei rausführen? Völlige Verzerrung der Realität. Ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Jetzt sagen sie, wir haben es schon immer gesagt, ne?
Lass ab von uns, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Also sie sehen ihren Tod vor Augen. Sie können mit nichts anderem mehr rechnen. Und ja, es ist natürlich die Realität, wie sie vor Augen ist. Sie sehen dieses Heer ankommen und müssen damit rechnen, nach dem Prinzip von Ursache und Wirkung, dass diese jetzt vorpreschen und sie niederwalzen werden. Sie haben den Tod vor Augen. Was sie aber nicht vor Augen haben, ist Gott. Sie blenden einen wesentlichen Teil der Realität aus. Die Realität, die sie vor Augen haben, ist eben nicht die ganze Wahrheit. Ja, sie sind in der Sackgasse, augenscheinlich. Ja, es gibt kein Entkommen, es gibt keinen Ausweg. Aber es gibt einen Gott, der hat zu Mose gesagt, ich habe das Ganze so eingefädelt und ich werde mich in dieser Situation verherrlichen. Und ich werde über dem Pharao und sein mächtiges Heer triumphieren. Und Mose wusste das. Und das war seine Aufgabe, jetzt dem Volk das zu vermitteln. Und das war natürlich unglaublich schwer. Mose antwortete dem Volk: Fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Was für eine Botschaft. Was für eine kraftvolle Botschaft des Glaubens. Diesem schwachen, orientierungslosen, hilflosen Volk, was nicht mehr weiter kann. Nicht mehr nach vorne und nach hinten. Es gibt keinen Ausweg aus der Situation. Was sagt Gott? Durch Mose. Hab keine Angst. Die Angst soll weichen. Denn da ist einer, der ist mächtiger. Und er hat alles unter Kontrolle. Du brauchst noch nicht mal irgendwas zu machen, sondern du musst stillstehen und zuschauen, wie Gott es macht, wie Gott es für dich tut. Du kannst nichts anderes tun als glauben, als vertrauen. Die Rettung, die Gott bringt, ist eine Rettung ohne Werke. In Jesus Christus hat er uns gerettet ohne Werke. Ohne unser Zutun. Wir konnten nichts dafür tun, uns zu retten aus der Gewalt und Macht Satans. Er hat uns frei gemacht, ohne unser Zutun. Das Einzige, was wir tun konnten, ist Vertrauen, Glauben. Ja, das ist wahr. Du bist der Herr und du hast alles im Griff und du wirst uns retten. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet stille sein. Ein prophetisches Wort des Glaubens. Ich weiß nicht, wie es dir im Moment geht, ob du auch in so einer Art Sackgasse bist. Ich weiß es von uns in unserer in unserem gegenwärtigen Zustand. Wisst ihr, diese ganze Situation, in der wir uns befinden, es fühlt sich auch ein Stück an wie eine Sackgasse. Wie kann es jetzt noch weitergehen? Ja, vielleicht kommt jetzt der Impfstoff, ne? Also dann wird alles, ja, das ist der Ausweg, der Impfstoff, die Lösung. Mose sagt, fürchtet euch nicht. Egal in welcher Situation du bist. Du darfst mit deiner Angst zu Gott schreien und zu Gott kommen, mit deiner Angst und deiner Not zu ihm schreien, aber mach die Ohren auf, hör auf zu reden und hör zu, was Gott sagt, was Gott zu dir sagt. Fürchte dich nicht, steh und sieh die Rettung des Herrn, die er dir bringen wird.
Denn das, was dir Angst macht, diese ganze Macht und Gewalt, die da sich auftürmt vor dir und die dich auslöschen will scheinbar. Gott hat verheißen, er wird alle Feinde beseitigen. Gott hat zu Jesus gesagt, als er auferstanden ist und aufgefahren ist in den Himmel, hat er gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße gemacht habe. Und wenn alle Feinde unter den Füßen Jesu sind, dann wird auch der letzte Feind, der Tod, weichen müssen. Er wird in den Feuersee geschmissen werden. Das, was uns die größte Angst macht, der Tod, dieses dunkle Nichts. In Jesus Christus ist es überwunden. Er hat den Tod überwunden. Er sagt, vertrau mir. Ich werde für dich kämpfen. Und das ist die Wahrheit. Jeder, der sterben muss, und das müssen wir ja alle, wisst ihr, im Tod können wir nichts mehr tun. Wenn es an Sterben geht, dann können wir nichts mehr machen. Dann können wir nichts mehr tun. Da müssen wir uns trösten in dem Wort, der Herr wird für dich kämpfen. Du wirst stille sein. Du wirst das Leben erfahren. Du wirst auferweckt werden. Das ist nicht, was du selber tun kannst. Das ist etwas, was der Herr tut. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Es ist so oft in so vielen Bereichen. Jesus hat uns das auch gelehrt in unseren alltäglichen Kämpfen, in denen wir stehen. Wisst ihr, er hat uns... Das Wort lehrt uns, wir kämpfen nicht einen Kampf gegen Fleisch und Blut. Deswegen hör auf, mit Menschen zu kämpfen, mit Menschen zu streiten. Das ist der falsche Streit, das ist der falsche Kampf. Jesus lehrt uns, wie wir mit diesen ganzen Kämpfen umgehen sollen in dieser Welt. Vertrauen in unseren Vater im Himmel haben. Und Liebe üben, Gutes tun. Egal, wie Menschen uns behandeln. Und dann nicht für das eigene Recht kämpfen. Ja, bereit sein, sich auch übervorteilen zu lassen. Bereit sein, dass jemand über mich hinweggeht. Nicht in dem Sinne, dass ich zum Spielball für alle Leute werde, sondern im festen Vertrauen darauf, dass Gott für mich kämpfen wird. Ich brauche nicht für mich selbst zu streiten und mich selbst zu rechtfertigen. Gott hat es getan. Gott wird es tun. Das macht so ruhig, wenn ich weiß, dass Gott seine Wege hat zu kämpfen. Und hier ist dieser wunderbare Kampf mit dem Pharao und den Ägyptern. Wir sehen es jetzt in Vers 15, da sagt der Herr zu Mose, was schreist du zu mir? Warum sagt Gott zu Mose, was schreist du zu mir? Das Volk Israel hat doch geschrien zu Gott. Mose war doch ganz selbstsicher, nein, nicht selbstsicher, aber voller Gottvertrauen. Man sieht, Mose war sicherlich nicht nur voller Gottvertrauen, auch er hatte Angst. Gott hatte ihm zwar gesagt, dass er eingreifen wird und dass er helfen wird, aber Mose hatte keinen Plan davon, wie das geschehen soll. Und das eine ist, Gott Vertrauen zu haben, dass Gott irgendwie Rettung schaffen wird. Das andere ist, dass du manchmal in eine Situation kommst, wo du wieder nüchtern kalkulierst, nüchtern im negativen Sinne, also rein auf der materiellen Ebene, du rechnest alle Dinge mit ein und denkst so, wie soll denn das jetzt gehen? Gott, wie willst du denn das jetzt machen? Und Gott sagt aber zu Mose, was schreist du zu mir? Befiehl den Söhnen Israel, dass sie aufbrechen. Ja, wohin denn, Gott?
Du aber erhebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer aus und spalte es, damit die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hineingehen. Was für ein Auftrag. Nimm den Stab in deiner Hand, streck ihn aus über das Meer und spalte es. Ja Gott, eine meiner leichtesten Übungen habe ich schon oft gemacht. Ne? Zack, Wumms. Ne? Ich habe ja schon all diese Filme gesehen, immer hier, ne? Die 10 Gebote und so, da wurde das auch immer, ja klar, mache ich. Ne? Nee, Mose kannte diese ganzen Filme nicht. Er kannte auch die Geschichte nicht. Er hat es noch nie gesehen, noch nie erlebt, sich noch nie vorstellen können, dass ein Meer sich spalten kann, dass ein trockener Weg plötzlich durch das Meer führen könnte. Das wäre ihm nie im Traum eingefallen. Und jetzt sagt Gott ihm, dass er das machen soll. Das ist eine ähnliche Situation wie am brennenden Dornbusch, oder? Wo Gott gesagt hat, ich will mein Volk Israel aus Ägypten herausführen, aus dem Sklavenhaus. Ich will sie in ein wunderbares, gutes Land bringen. Und du sollst sie da führen. Du sollst sie herausführen und du sollst sie dahin bringen. Wie, ich? Wer bin ich? Was soll ich denn? Das geht nicht. Ich kann das nicht. Israel ist total schwach, ist orientierungslos, hilflos, in der Sackgasse. Mose, ein einfacher Mann mit einem Hirtenstab in der Hand. Und er soll jetzt das Meer teilen. Wie soll das geschehen? Es kann nicht funktionieren. Was sagt Gott? Befiehl dem Volk Israel, dass sie aufbrechen. Nimm den Stab, spalte das Meer. Aber jetzt sagt er noch mehr. Ich jedoch, siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, sodass sie hinter ihnen herkommen. Und ich will mich verherrlichen am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, an seinen Streitwagen und Reitern. Dann sollen die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich am Pharao, an seinen Wagen und Männern verherrlicht habe. Und der Engel Gottes, und das ist so schön hier, ne? Gott ermutigt Mose, Gott ermutigt das Volk. Da ist ja noch die Wolkensäule, wisst ihr? Gott, der in der Wolkensäule dem Volk Israel vorangegangen ist, in der Feuersäule. Diese Wolkensäule ist ja noch da. Und jetzt passiert dieses Wunderbare, dass Gott sich zwischen den Feind und seinem Volk stellt. Wie Jesus das so oft gemacht hat. Ne? Wenn die Pharisäer die Jünger mal wieder angemacht haben, ne? Gesagt haben, hier, was macht euer Meister denn hier und so. Ne? Und du siehst immer, wie Jesus sich dazwischen stellt und sagt, hey. Und dann mit den Pharisäern das aushandelt. Wie Jesus sich immer wieder zwischen die Fronten stellt. Wie er sich vor die stellt, die verfolgt werden, um die Verfolger zu demütigen. Als die Männer die Frau anschleppten, um sie zu steinigen, wie Jesus sich dazwischen gestellt hat und gesagt hat, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und sie sind alle abgedackelt. Und am Ende waren sie alle fort. Der Feind hatte keine Macht mehr über diese Frau. Und Jesus konnte ihr Vergebung zusprechen und sie darin stärken, einen neuen Weg einzuschlagen mit Gott. Gott stellt sich zwischen den Verfolger und den Verfolgten. Und der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, brach auf und trat hinter sie. Er war vorher der Führer, jetzt ist er der Schützer, der Beschützer. So kam sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und sie wurde dort Gewölk und Finsternis, und erleuchtete hier die Nacht. So kam jenes Heer diesem die ganze Nacht nicht näher. Also sie hatten die ganze Nacht Zeit, diesen Aufbruch vorzubereiten, diesen Durchzug durch das Meer. Und Gott stellte sich dazwischen und, wisst ihr, dem Verfolger, dem Feind gegenüber, war es dunkel. Gott war finster.
Das ist das Gericht, die harte Seite Gottes. Denen, die verhärtete Herzen haben, ist Gott hart gegenüber. Diejenigen aber, die ihn suchen, die schreien in ihrer Angst und Not, die sich an ihn hängen, die Rettung brauchen und bei ihm suchen, denen ist er Licht. Denen erscheint er als das Licht der Welt. Sie haben das Licht in der Finsternis dieser Welt. Es ist jetzt so spät geworden. Ich bin jetzt hier mal gucken. Wir lesen einfach zu Ende hier. Und Mose streckte seine Hand über das Meer aus und der Herr ließ das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind zurückweichen und machte so das Meer zum trockenen Land und das Wasser teilte sich. Dann gingen die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hinein und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Wie das genau geschehen ist, wir wissen es nicht, wir waren nicht dabei. Uns wird hier gesagt, dass ein starker Ostwind kam. Und wir wissen, was Winde so bewegen können, wie Winde zum Beispiel aus einer Flut eine Sturmflut machen können. Genau auch entgegengesetzt. Wie Winde das Meer so stark wegdrücken können, dass das trockene Land sichtbar wird. Aber dass der Wind gerade in diesem Moment kam, in dieser Nacht, und dass Gott es so geführt hat, es ist ein Wunder Gottes, seine Macht tat, dass er das Wasser weichen ließ und dort ein Weg durch das Meer war, ein trockener Weg. Die Ägypter aber jagten ihnen nach und kamen hinter ihnen her, alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter mitten ins Meer hinein. Und es geschah in der Zeit der Morgenwache, da schaute der Herr in der Feuer- und Wolkensäule auf das Heer der Ägypter herab und brachte das Heer der Ägypter in Verwirrung. Dann stieß er die Räder von ihren Wagen ab und ließ sie nur mühsam vorankommen. Da sieht man, dass der Herr kämpft. Er ist derjenige, der am Kämpfen ist. Er verwirrt sie, er schlägt die Räder ab. Er ist dabei, für sein Volk zu kämpfen. Da sagten die Ägypter, lass uns vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen die Ägypter. Der Herr aber sprach zu Mose, strecke deine Hand über das Meer aus, damit das Wasser auf die Ägypter, auf ihre Wagen und über ihre Reiter zurückkehrt. Da streckte Mose seine Hand über das Meer aus und das Meer kehrte beim Anbruch des Morgens zu seiner Strömung zurück. Und die Ägypter flohen ihm entgegen. Und der Herr aber trieb die Ägypter mitten ins Meer. So kehrte das Wasser zurück und bedeckte die Wagen und Reiter der ganzen Heeresmacht des Pharao, die ihnen ins Meer nachgekommen waren. Es blieb auch nicht einer von ihnen übrig. Gott beteiligt Mose an diesem Gericht. Er sagt, strecke deine Hand aus. Wir sollen die Sünder hassen, Geschwister. Wir sollen kein Erbarmen haben mit dem Fürsten dieser Welt. Es gibt solche komischen, finsteren Gedanken. Man müsste doch Mitleid mit dem Teufel haben. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann stell dich zu Gott, so wie Gott sich zu dir gestellt hat. Auch in seinem Gericht über den Widersacher und allen, die ihm anhängen. Die Söhne Israel aber waren auf trockenem Land mitten durch das Meer gegangen und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken gewesen. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. Als nun Israel die große Macht sah, die der Herr an den Ägyptern ausgeübt hatte, da fürchtete das Volk den Herrn und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Was löst das Ganze bei Israel aus? Wahre Gottesfurcht. Vorher hatten sie Angst vor Menschen. Vorher hatten sie Angst vor dem Tod. Jetzt haben sie Ehrfurcht vor Gott,
der viel mächtiger ist als alle finstere Macht, als alle Macht der Zerstörung und der Vernichtung. Er ist mächtiger. Er ist der Sieger. Und er ist auf unserer Seite. Also wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Wenn dieser mächtige Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Und sie vertrauten, sie glaubten dem Herrn. Wisst ihr, und das ist so wichtig, dass wir hinkommen zur wahren Gottesfurcht, dass wir hinkommen zu einem tiefen Gottvertrauen, mitten in diesen Nöten, in diesen Ängsten, durch die wir hindurchgehen. Zu diesem Gottvertrauen, wovon Paulus spricht in Römer 8. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Er kämpft auch heute seine Kämpfe, die Kämpfe für dich. Wer ist da, der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Irgendeine Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.